Ja, hallo zusammen, der Jamari hier. Wieder mal mit ein bisschen Rec-Geschichten am Start. Und zwar geht's diesmal um das hier. Jedenfalls sowas in der Art. Machen wir mal hier erstmal das hier weg. Das verwirrt alle nur. Halt. Genau. Und halt. Nein. So. Nein. Ah, warum geht das nicht? Na egal. Ja. Willkommen zu einer neuen Tutorial-Serie. Mal gucken, wie weit ich es schaffe, mit euch durchzuhalten. Was? Aha. Noch da? Ja. Ah, okay, ja. Jetzt lernt ihr auch gleich schon meinen Kollegen für diese Tutorial-Serie, der vielleicht ab und zu dabei ist oder auch nicht. Man wird es nicht wissen. Noch nicht. Kennen den Christian Probst? Sag mal hallo. Genau. Hallo, ihr da draußen. Oh, jetzt kennt ihr hier. Oh. Nicht, dass ich jetzt hier Leute zu meinem Meeting einkriegen kann. das wird nicht passieren. So, ja, jetzt mal hier zum Wesentlichen. Jetzt funktioniert wieder das. Ich habe den Faden total verloren durch hier TeamViewer. So, wir werden hier eine. Beziehungsweise ich werde vorrangig hier eine Serie machen, wo ich euch zeige, wie ich dann mal so eins dieser tollen Racks, das ihr vielleicht schon aus meinem anderen Video kennt, das Glitch Rack, ja, wie man sowas baut, wie man da hinkommt, wie das funktioniert und euch dabei so gleichzeitig so ein bisschen das Ganze mit Live-Racks erklären. Wie die funktionieren, was es da für Tricks gibt, wie man so Workarounds schafft, dass ihr dann am Ende so viel Zeug hier drin habt. Dreifach. Mit unterschiedlichem Zeug jeweils drin. Und das Ganze dann aber am Ende so aussieht. Das heißt, ihr habt nur das. Und ihr könnt dann sowas machen. Ja, also das ist sozusagen das, wo es dann irgendwann mal hinführt. Beziehungsweise das ist mein jetziger Stand. Ich hoffe, ich werde euch nicht zu viel langweilen. Ich versuche das auch so kurz wie möglich zu halten. Aber da ich selber mich da immer wieder reinfuchsen muss, weil es doch etwas kompliziert ist und ich mich dann da reindenken muss, kann es sein, dass es manchmal ein bisschen länger dauert. Ich bitte dies zu entschuldigen. Ja, und die Aufgabe von Christian ist die, mir, wie er so schön sagte, blöde Fragen stellen. was ich ja nicht schlecht finde. Also es gibt ja keine blöden Fragen. Ja, vor allen Dingen nicht, wenn es hier rum geht, was halt auch nicht für mich so einfach von Anfang an war. Und ich mich auch erst daran ein bisschen einarbeiten musste. Aber wenn man es verstanden hat, wie das Ganze funktioniert mit Ketten. Mit den Makros, wenn ich jetzt hier so euch mal so ein paar Makros nur von einem Rack zeige, dann ist das alles auch gar nicht so schwer und auch relativ, ja, ich sag jetzt nicht für jedermann machbar, aber wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, ist es auf jeden Fall machbar. So, fangen wir am besten mal erstmal mit 0 an, so damit ich nicht den 10.000 Fragen bei YouTube beantworten muss. Was ist das? Und hast du gar nicht erklärt. Also zum einen erstmal, damit ihr versteht, warum sich hier die von Geisterhand bewegen. Ich habe hier mein X1 mir ein User Control Script geschrieben,
sodass ich mit meinem X1 von Native Instruments diese schicken Drehregler der Makros steuern kann. Einmal das. Und ja, der Rest ist erstmal so unwichtig, aber ich fange jetzt erstmal mit der grundlegenden Sache an. Was sind denn Racks und wofür benutzt man die? Fangen wir einfach mal mit den simplesten Sachen an. Zum Beispiel jetzt eine EQ, lade ich hier einfach mal rein. Und erstes, der erste Tipp, ganz einfach, wie auch wenn ihr hier Spuren gruppieren wollt, Apfel G, macht euch eine Gruppe. Und das gleiche gilt für ein, es reicht ein einziges Instrument, Effekt oder Sampler, ist egal, was eigentlich auch ein Instrument ist, laut Lives Definition, einfach Apfel G und ihr habt ein Rack. Und in erster Linie ist es erstmal scheißegal, ob das ein Audio-Effekt-Rack ist oder ein Instrument-Rack. Das könnt ihr auch jederzeit wieder, sag ich mal, relativ einfach ändern, indem ihr einfach die Sachen, die hier drin sind, ich dupliziere sie einfach mal, kopierst, das löscht, das ganze Rack löscht, na, dann mir hier irgendein Instrument reinlade, das ganze gruppiere, draufklicke aufs Instrument und Apfel V drücke, hallo, achso, hier hin. Hallo, da, sorry. Ja, ich sagte ja, es könnte manchmal ein bisschen länger dauern. So, und schon haben wir aus dem Effekt-Rack ein Instrument-Rack gemacht. Es ist sozusagen live entscheidet, je nachdem, was ihr da drin habt, was für ein Rack es wird. Wenn ihr nur Effekte drin habt, dann macht es automatisch ein Audio-Effekt-Rack draus. Wenn ihr nur Instrumente drin habt oder Instrumente und Effekte, dann macht es euch automatisch nach der Highest Priority, sag ich mal, und das ist nun mal immer das Instrument, ein Instrument-Rack daraus. Das heißt, wenn ich jetzt das hier kopiere, zum Beispiel, und das Rack nochmal lösche und hier einfüge, dann haben wir erstmal keinen Rack. Ich habe die alle jetzt ausgewählt und drücke Apfel G. Dann macht er mir automatisch immer ein Instrument-Rack daraus. Auch wenn hier Effekte drin sind. Weil es geht, du hast am Anfang der Kette einen Operator, ein Instrument und danach richtet sich das Ganze dann. So, bleiben wir gleich mal beim Instrumenten-Rack. Dann gibt es noch einen Drum-Rack. Drum-Rack ist so ein bisschen so ein Spezialfall. Und zwar habt ihr diese Ansicht hier, die ihr bestimmt schon 100 Mal gesehen habt, wenn ihr damit gearbeitet habt. Und sobald ihr hier auf eins von diesen Feldern irgendeine Audiodatei zieht, erstellt euch automatisch ein Sampler hier auf dieses Pad. Die sind leer. Dort könnt ihr aber auch, wie man hier sehen kann, MIDI-Effekte, Audio-Effekte, Instrumente oder Samples hinziehen. Also es müssen keine Samples sein. Ihr könnt hier genauso auf jedes Pad ein Instrument ziehen, wenn ihr wollt. Also ich könnte jetzt hier einfach sagen, okay, ich will hier aber hier einen Operator haben. Dann habe ich hier einen Operator und hier mein Sample, das natürlich da nicht anfängt, sondern da. Und theoretisch, wenn ihr zum Beispiel sowas wie eine MPC habt, könnt ihr denn das hier spielen und ihr könnt ihm auch sagen, welchen Ton ihr haben wollt, etc. Das könntet ihr alles machen. Ja, ist halt diese Ansicht hier. Ihr habt bis zu 127, glaube ich, Pads, die ihr zuweisen könnt. Und ja, es ist halt einfach nur noch eine andere Anordnung, dass ihr hier noch sozusagen Pads habt. So. Ja, so viel zum Drum Rack. Darüber werden wir erstmal nicht reden, weil es geht jetzt erstmal in erster Linie um das Instrument Rack, das ihr auch einfach hier so erzeugen könnt. Oder ein Audio Effect Rack. Oder ein MIDI Effect Rack. Das geht auch. Aber das ist erstmal eigentlich gar nicht so wichtig, was für ein Effect Rack es ist. Außer jetzt bei dem Drum Rack. Kein Drum Rack erstmal, sondern nur ein Effekt oder ein Instrument Rack. Und dann nennen wir mal das Instrument Rack. Nee, wir nennen
ein Effekt-Rack, Audio-Effekt-Rack. So, könnt ihr das auch so laden. Dann gibt es hier so kleine Teile, mit denen ihr Sachen ein- und ausblenden könnt. Ich ziehe jetzt hier einfach mal irgendwas rein. Ah, nein, böse. So, genau. Jetzt habe ich, also, wann macht es Sinn, ein Rack zu bauen? Eigentlich immer, wenn ich nicht nur die Parameter hier steuern möchte, die ich zur Verfügung habe, die ich ja eh mit meinem jetzt gemappten Controller bedienen kann, sondern sobald ich sage, also ich brauche noch nicht mal zwei, es reicht eigentlich schon, das berechtigt eigentlich teilweise schon ein Rack. Warum? Werdet ihr euch fragen. Wozu ein Rack? Ich kann doch alles bedienen. Ja, das mag sein. Aber was man nicht machen kann, jetzt hier so einfach, also es geht schon, aber es ist halt aufwendiger, ist, ich kann nicht mit einem Drehregler alles bedienen. Und das kann ich halt mit dem Rack, indem ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich will jetzt hier, bla, ich will das hier auch auf den gleichen Drehregler und ich will das hier auf den gleichen Drehregler und ich will das hier auch auf den gleichen Drehregler, sage Map Mode aus. Wähle das hier an, damit es mein Controller checkt und dann mache ich alles gleichzeitig. Und jetzt fängt der crazy shit erst an, weil das ist schon mal ganz cool, weil ich halt viel mehr Hände frei habe, besonders in Live-Situationen oder wenn ich irgendwelche Sachen beim Produzieren benutze ich immer, sag ich mal, einen Reverb in Verbindung mit. Also ich, wenn ich den Reverb bediene, will ich immer gleichzeitig Dry Wet und die Decay Time hochregeln. Und das mache ich immer so, also sage ich mal jetzt so, ja, das ist jetzt einfach nur so ein Beispiel. Dann ist es auch sinnvoll, einen Rack zu haben, weil ich mir diese Makros anlegen kann. Aber wie gesagt, hier fängt erst der crazy shit an. Ich glaube, das habt ihr soweit verstanden, wenn ich jetzt hier das Rack habe. Das sind die Makros, davon habe ich 8 am Stück. Wenn ich auf Map Mode gehe, kann ich jeden Parameter, den ich bei irgendeinem Effekt oder Instrument oder was auch immer habe, die werden mir grün unterzeichnet, angezeigt, gehighlightet. Und wenn ich die klicke, also das heißt, ich kann das irgendetwas zuweisen, ich kann das mappen. Zum Beispiel, ich kann jetzt hier, was ich nicht mappen kann, wo es ein gutes Beispiel ist, beim EQ8. Na? Da. Setting einklappen. Nein, ach, gibt's doch nicht. Wo habe ich das denn jetzt? Bin ich jetzt blöd? Hallo? Ah! Nein! Da. Nein. Oh. Sag mal, bin ich gerade bescheuert? Da ist es. Hä? Hat er mir eben nicht angezeigt. Egal. So, wo man sich dann wundert, okay, ich will jetzt das hier mappen. Kann ich nicht auswählen. Ist nicht grün. Aber das hier kann ich anwählen. Und das hier kann ich anwählen. Und das hier kann ich anwählen. Aber ich kann jetzt nicht direkt beim EQ8 hier reingreifen. Aber das ist gleich auch bei Automation. Wenn ihr jetzt hier den Automationsparameter haben wollt, dann bringt euch das ja auch gar nichts, weil ihr ja mehrere Parameter gleichzeitig damit steuert. So, ihr müsst halt zum Beispiel jetzt die Frequency, wenn der Map Mode nicht aktiviert ist, anfassen. Und dann zeigt er euch den hier unten an. Wenn ich das jetzt einfach bewege, passiert, ja, doch, passiert was. Warum passiert das? Aber, ja, so, das wollte ich zeigen. Wenn ich das jetzt anwähle und hier was mache, dann seht ihr nicht hier sofort den Parameter, sondern erst wenn ich jetzt hier die Frequency berühre, ändert sich das. Ja, und das ist halt so ein Fall. Das seht ihr dann auch ganz gut. Ich kann die halt nicht direkt mappen.
ich kann jetzt den, den und den auf einen Knob mappen und das wäre ungefähr das gleiche. Aber das ist egal. So, ich sagte ja gerade, hier fängt der crazy shit erst an bei sowas hier. Ah, nee, bei sowas hier. Denn das ist das nächste. Wenn ihr auf Map Mode geht, dann kriegt ihr hier ein Fenster, das euch die Makrozuweisungen anzeigt. Erstmal Stößchen. Prost. Prost, Christian. Hier. Mit Wein dabei, hoffe ich doch. Nee, mit Bier heute. Ach, ja. Becks? Da will ich verraten. Schleichwerbung. Wehkühler. Was ist das denn? Gesundheit. Ja. Frag mich, hier steht drauf, die kommen aus Dortmund. Ups. Ups, ja. Ganz zufällig. Okay, immer weiter im Text. Wir wollen ja hier nicht ablenken, so mit Biergesprächen und sowas. Wo kommen wir denn dahin? Sag mal, kannst du mir ungefähr sagen, in so 10 Minuten, wenn ich fertig bin? Also, damit ich nicht hier ewig rumlaber und dann so ein 1-Stunden-Tutorial hochlade. Das mag ich nicht. Okay. Okay, gehen wir jetzt zu dem Makrozuweisungsfenster. Und zwar könnt ihr hier ganz super sehen, die Min- und Max-Werte. Was bedeutet, das ist der maximale Wert, wenn ich jetzt den Drehregler komplett nach rechts drehe. Und das ist der minimale Wert, wenn ich den Drehregler ganz nach links drehe. Das heißt, ich kann auch noch sozusagen die Range sagen. Jetzt in dem Falle bei dem Amount. Sage ich ihm, okay, ich will immer ein bisschen was haben. Jetzt hier 30% so. Aber er soll niemals über 60% oder 50% gehen. Das betrifft jetzt nur diesen Parameter Amount. Das alles hier, was hier unten ist, das bleibt so. Das heißt, wenn ich jetzt den Drehregler komplett nach unten drehe und komplett nach rechts, dann könnt ihr das hier auch schön sehen, dass die anderen zwar komplett von oben, von unten nach oben gehen, aber der Mount-Regler geht niemals unter 31%, die ich hier eingestellt habe, und niemals über 51,6%. Egal, ob ich weiter drehe, das ist scheißegal. Wenn er seinen Wert erreicht hat, sozusagen. Also ich kann auch gar nicht weiter drehen, weil er scaled das dann, also er scaled das dann automatisch so, dass wenn ich komplett mit dem Regler auf Anschlag bin, dass er dann bei 51,6% ist und dass wenn ich ganz unten bin, dass er bei 31,2% ist. Aber die anderen Regler, sieht man ja, sie sind davon unbehaftet. Und da fängt es an, interessant zu werden. Weil ich kann Sachen innerhalb dieses Teils unabhängig voneinander eine Range geben. Und was ich noch machen kann, ich kann ihm jetzt sagen, Bereich umkehren. Das ist eigentlich auch einer der wichtigsten Sachen beim Mappen. Und zwar ist es jetzt witzig, das könnte ich so, jetzt sage ich mal, jetzt nicht durch einfache Makros machen, aber durch dieses Bereich umkehren. Das heißt, wenn ich den Drehregler hier nach unten drehe, dann geht das ja nach oben. Aufgepasst. Krass, was? Ich find's geil. Also, kann man das so einstellen, dass die Regler genau das Gegenteil von dem machen, was ich hier eigentlich drehe. Was manchmal ganz coole Sachen ermöglicht überhaupt erst. Ja, soweit dazu. Was man noch machen kann, was man jetzt auch schon sieht, ich kann Geräte ein- und ausschalten durch dieses Makro. Nicht durch das Drücken einer Taste, sondern einfach durch dieses Makro. Nehme ich das jetzt hier auch auf dieses Makro zuweise. So, und sobald ich, wenn ich das jetzt hier mal den Map-Mode ausmache, sobald ich den Drehregler über die Hälfte hinweg bewege, geht das Device an. Und auch das kann ich einstellen, ab wann das geht. Mindestens zum Beispiel, sagen wir mal, 2. So, sobald ich jetzt den Drehregler ein bisschen, na, Quatsch, muss ich natürlich, so, ein bisschen auch nur über die Null bewege, geht automatisch das Device an. Sobald ich es unter diese
Schwelle, die ich dort eingestellt habe, wege, geht es automatisch aus. Und das bietet mir wieder eine Möglichkeit mehr, zum Beispiel in einer Live-Situation Hands-Free zu bekommen. Weil ich nicht mehr darauf achten muss, dass das Gerät aus ist. Also, dass dann nichts mehr weiter klingt. Oder dass es nicht mehr das Signal weiter irgendwie antatscht. Und das alles nur mit einem Drehregler. Ich habe nichts anderes gemacht. Und gleichzeitig habe ich es geschafft, dass der eine Dreh, das Mount nach unten geht, wenn ich aufdrehe. Rate auch. Width. Aber nach oben geht und Shape auch. Also jetzt, ich kann ja mal unten ein Audiosignal einfach darüber legen. Ich kopiere mir jetzt einfach schnell das Audio Effect Track auf einem Audiospur. So, und nehmen wir das hier. Das war ganz schön laut. Muss ich mal eben ein wenig leiser den Clip machen. Ergibt jetzt hier nicht sehr viel Sinn. War jetzt auch einfach nur wahllos drauf losgemappt. Aber damit ihr einfach versteht, was das hier macht und was das für Möglichkeiten einem bietet. So, also ich kann jetzt, was haben wir gelernt? Ich kann von, ich kann mehrere Parameter auf ein Makro mappen. Kann dabei entscheiden, welcher ist der minimale Wert, den es haben soll. Entschuldigung. Der minimale Wert haben soll und der maximale Wert haben soll. Ich kann sagen, Bereich umkehren. Das heißt, meine Drehbewegung verändert das in entgegengesetzter Richtung. Entgegengesetzter Richtung, sorry. Und ja. Dann, was haben wir noch gelernt? Map Mode, wenn ich hier auf meinem Effect Rack Map Mode anklicke, dann zeigt er mir an, A, welche Sachen habe ich schon worauf gemappt? Makro 1, Makro 1, Makro 1, Makro 1. Und welche Sachen kann ich überhaupt mappen bei diesem Device? Was haben wir noch gelernt? Ich kann auch An- und Ausschalter von Effekten, Instrumenten etc. mappen auf einen Knob. Und ihm sagen, ab wann er an- und ausgehen soll. Auch hier kann ich... Kann ich den Bereich umkehren. Das heißt, der Effekt... Moment. Bleibt so lange an. Nein. Hallo? Ach genau. Er bleibt nur hier unten an. Und sobald ich höher gehe, geht er aus. Und ich kann halt einstellen, ab wann er ausgehen soll. Hier bleibt er an und dann soll er ausgehen. So dass ich zum Beispiel, ich sag mal, ich will nur diese Range haben. Aber das, wie gesagt, ist jetzt nicht so wichtig. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste über das Mappen. Was ihr noch sehen könnt hier, ich kann auch Ketten mappen. Und zwar diese Sachen hier. Aber zu Ketten komme ich, glaube ich, erst im nächsten Part, weil... Ich glaube, das war jetzt schon mal erstmal genug, um zu verstehen, was überhaupt dieser Map Mode macht. Das zeigt mir die Makros an, das ist die Kette und das ist das Device, was dahinter hängt. Und deswegen ist es halt so schön, was noch schön daran ist an diesen Audio- oder Instrument Effect Tracks, es macht es halt einfach extrem clean. Wenn ich in einer Live-Situation bin, dann will ich das alles gar nicht sehen, weil ich weiß ja eigentlich, was die Sachen machen, weil ich höre es. Ich will eigentlich nur das hier. Ich will nur wissen, okay, wo steht mein Knob? Dann sage ich noch Power Pan. Ah, das sieht scheiße aus. Du musst den Leuten vielleicht noch erklären, wie du das gerade umbenennst. Also ich weiß es mit Steuerung Rename, also R.
Apfel R, also Command R oder Steuerung R auf dem PC. Genau. Ja, genau. Power Pen. So, und ich sag noch, ich will eine powervolle Farbe haben. Ich finde, das ist sehr powerful. So, und dann weiß ich, fuck nochmal, wenn der Knopf hier oben ist, dann ist das und das an. Aber ich brauche nicht das hier alles noch dahinter. Ich meine, das mag so noch gehen, weil ich habe nur ein Device dahinter. Aber wenn ich davon... Ja. Jetzt kackt er gerade ein bisschen ab. Ja, so 50 Sachen habe. Und übrigens, die sind alle jetzt gemappt. Das heißt, wenn ich jetzt drehe... Bäm! Krass. Hammer, oder? Wenn ich einen Drehregler drehe, dann macht das das bei allen 50 Geräten. Weil ich einfach, ich habe jetzt mit Apfel D, aber das zeigt es übrigens bei mir auch an, also Christian, bei meinem, bei hier, Screenflow. Ach man, ich bin auch blöd, ich mache die ganze Zeit nicht hier im Vollscreen. Okay. So ist besser. Dann, was wollte ich sagen? Genau. Wenn ich das jetzt hier mit, also der zeigt das automatisch an, mein Screen Recording Programm, welche Shortcuts ich drücke. Okay. Also, sobald ich was mit Apfel oder Apfel Shift oder etc. drücke, dann macht er das automatisch. Was ich sagen wollte, ich drehe halt wirklich nur diesen einen Regler und kann alle 50 Geräte damit beeinflussen. Und nur weil ich einfach eins erstellt habe mir. Und dann einfach Apfel D gedrückt habe. Also es einfach immer kopiert habe. Und damit wird automatisch, wie man hier so schön sehen kann, das ganze Mapping mit kopiert. Was halt echt cool ist. Ja. Wenn ihr dann zum Beispiel sagt, okay, ich will das so haben, aber ich will jetzt bei... Nein. Ich will bei dem jetzt hier eine Änderung haben. Gehe in den Map Mode. Muss mir natürlich raussuchen, welches ist und ändere es dann einfach ab. Und aber alle anderen Parameter bleiben gleich und kann so kleinere Änderungen machen und mehrere Geräte hintereinander schalten, die aber dann doch ganz bisschen anders klingen. Ja, und wie gesagt, sobald ihr nicht nur ein so ein Gerät, sondern 20, 30, 40 dahinter habt, in der Live-Situation sieht das hier halt echt scheiße aus und vor allen Dingen, wo ist die Übersicht? Was kontrolliere ich denn gerade jetzt? Also, das ist es halt. Und wenn ihr das halt so macht, dann wisst ihr ganz genau, das ist mein Powerpan. Was auch immer dieser Powerpan jetzt gerade macht. Er macht irgendwas. Im Live weiß ich dann, was er macht. Und ja, ich sehe diese ganze Scheiße hier nicht, die ich eigentlich gerade auch gar nicht brauche. So, und das nächste, ich kann jetzt diesen Powerpan natürlich wie jeden anderen Parameter live einfach automatisieren. Du bist schon 2 Minuten drüber, ne? Ja, okay, ich würde auch gleich aufhören. Oh, das klingt ja voll krass. Und das war's jetzt erstmal für den ersten Teil. Wir liefern gleich nach bei Nummer 2. Bis dann. Tschö. Ja, du darfst auch Ciao sagen. Tschüss.